Ja, bin ich auf Aufriss gegangen, 14 Tage, ne? Das war ein 14-tägiger Vollrausch. Aber bitte, ich habe mir gedacht, gut, wenn es so nicht geht, dann gibst du eine Annonce auf, ne? Inserat, ne? In die Zeitung. Also man darf da nicht so Artikel schreiben, da muss man ein kurzes Inserat, ne? In der Kürze liegt die Mürze, sagt man ja, ne? Da habe ich mir gedacht, ich begnadeter Blitzdichter. Ich habe mir da schon was einfallen lassen. Da habe ich mir einfallen lassen, Schmusekater sucht Schmusekätzchen. Naja, habe ich dann eine Zuschrift leider noch bekommen von einer Dame. Das war die Edith Klinger. Da habe ich gedacht, naja, vielleicht ein neuer Text. Ne? Habe ich nächste Woche wieder einen Text aufgegeben. Ne? So, habe Herz zu vergeben. Ich bekam auch nur eine Zuschrift, das war das Allgemeine Krankenhaus. Die wollten wissen, ob ich die Leber und die Nieren vielleicht auch nicht hergekriegt habe. Daraufhin habe ich gesagt, nein, jetzt passe ich wirklich Profis ans Werk. Und habe an ein Heiratsinstitut geschrieben. Kuppelmann und Söhne, so auf die Art. Ne? Und diesen Brief will ich Ihnen jetzt kurz hier präsentieren. Vertont natürlich. Gibt mir dann Themen. Bitte schön, nicht wundern, da ist kein Refrain drinnen. Aber in einem Brief schreibt man keine Refrains. Heiratsinstitut, mein Problem kennen Sie bestimmt sehr gut. Ich bin ein Single, wie man sagt, denn dieser Zustand nicht behagt. Mein Alte, Alte, die ist Bölle, wissen Sie auch sowas Bölle. Drum bin ich jetzt sehr geschlaucht, weil man ja Nachschub braucht. Haben's vielleicht einen Katalog, wo Mädels drin sind, wie es mag. Schicken's mir'n gleich mit der Post und schreiben's dazu, was eine kostet. Was man von mir so sagen kann, ich bin ein furchtbar schöner Mann, überhaupt sehr attraktiv und außerdem bin ich sehr wild. Häuslich bin ich außerdem, mach's mir gern zu Haus bequem. Und was jede Frau sehr freut, ich misch mir nicht in Hausarbeit. Mit einem Wort ein netter Mann, vom selben als ein fetter Hahn. Und bin ich ausnahmsweise mal fett, dann sieht's mich eh 5 Tage lang nicht. Wenn ich sie jetzt bitten darf, ich war da verschnitten scharf, die was gleich schaut und was hast, also leiwand zu mir passt. Wissen's, ich hätt gern ein Mädel, die nicht blad ist wie zwei Knädel, aber auch nicht allzu mager, vielleicht haben's was auf Lager. Wissen's, ich hätt gern ein Schnitten mit zwei riesengroße Augen und der Nosen in der Mitte, fest soll's sein, das tät mir taugen. Ich hab da an a Frau gedacht, die was keine Mandel macht, folgsam, brav und überdies immer meiner Meinung ist. Und die Sexualität, na wissen's, ohne dem geht's nicht. Drum wünsch ich mir, dass im Bett auch ein wenig was weitergeht. Wissen's eh an so an Hosen, der mir jeden Tag was kocht, Socken wascht und Unterhosen und den ganzen Haushalt macht. Ein paar Tage später dann kam bei mir ein Schreiben an,
Lieber Meier, seien's nicht böse, aber wir sind seriös. Wir haben für viele Kunden einen Partner schon gefunden. Sie sind leider, ist uns klar, und